Hi, ich bin Markus und wir nehmen heute zusammen den Partikelzähler HG4 PCK in Betrieb. Eingeschalten habe ich ihn schon, er fährt schon hoch. Als erstes schnappen wir uns die Abgassonde und schließen die hier mit den Schnellverschlüssen seitlich einfach an. Einfach draufklicken, schon erledigt. Die Abgassonde, die hängen wir hier drüben ein. Und dann ist sie auch sicher verstaut. Für die Datenverbindung zum Megacomba HG4 haben wir hier einmal das mitgelieferte Datenverbindungskabel. Das können wir unterhalb der Serviceklappe durch diese kleine Öffnung einführen und hier oben am Anschluss einstecken und mit dem Baronettverschluss verriegeln. Das machen wir jetzt aber nicht. Wir wollen nämlich nicht kabelgebunden arbeiten, sondern wir arbeiten per Funk mit dem mitgelieferten Funkadapter. Diesen stecken wir in unseren HG4 hinten in der obersten USB-Anschlussbuchse ein. So, dann geht es weiter im Menü. Ich gehe hier einfach auf Einstellungen, Verbindungen und HG4 PCK. Dort gehe ich auf Funkverbindung suchen und jetzt sucht der HG4 den PCK. Da hat er ihn auch schon gefunden. Das Ganze bestätigen wir mit Enter. Jetzt werden wir aufgefordert, ein Passwort einzugeben. Das Passwort finden wir jetzt auf dem Display des PCKs. Nach Eingabe des Passworts wurde die Verbindung hergestellt und nun gehe ich mit Escape wieder zurück ins Hauptmenü. Für einen Verbindungstest, sprich einen Messtest, gehen wir jetzt auf Messbetrieb und dort auf Diesel HG4 PCK. Die Verbindung wird jetzt wieder aufgebaut und wir wählen ein Fahrzeug ohne OBD an, weil wir haben ja jetzt kein Fahrzeug angeschlossen. Jetzt führt der HG4 PCK einen Nullabgleich durch. Und schon werden uns hier die gemessenen Partikel angezeigt. Falls bei euch noch ein Dichtheitstest erforderlich ist, lasst euch nicht verunsichern. Für einen Dichtheitstest könnt ihr einfach hier die Sondenspitze an diesem Schlauch abdichten. Dafür das einfach drüber stülpen, bis die Löcher verdeckt sind und den Anweisungen in der Software folgen. Und so einfach ist die Inbetriebnahme von unserem Partikelzähler HG4 PCK. Ich hoffe, das kurze Video hat euch gefallen und ich würde mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Bis dahin, macht's gut. Ciao.